super. Okay, Leute. Okay, ich weiß, es waren jetzt sehr viele Spoiler-Video. Wir hatten das Folge 128 zu den Titeln von Folge 128 und von Folge 129. Und wie ihr wisst, möchte ich euch natürlich immer up-to-date halten. Genau auch, weil wir jetzt in der aktuellen, letzten Phase von Dragon Ball Super stecken. Aber wir haben nochmal Spoiler bekommen zu Folge 127, 28 und 129. Eine kleine Beschreibung. Darüber werden wir heute sprechen. Deswegen Spoilerwarnung ist raus und auch Credits hier an Ken Zyro. Ich arbeite auch an Videos für Freitag und Samstag, die nicht spoilerlastig sind. Deswegen, möchte ich ein bisschen sagen, es tut mir leid, dass jetzt so viele Spoiler kommen. Aber es lässt sich leider nicht vermeiden. Beziehungsweise Spoiler sind immer ultra interessant. Deswegen quatschen wir heute drüber. Und zwar Dragon Ball Super Folge 127. Die bevorstehende Wand. Finale Barriere der Hoffnung. Obwohl sie viele Wunden haben, stehen Goku und Vegeta vor Jiren von Universum 11. Jedoch haben ihre Attacken keinen Effekt auf Jiren und sie sind immer mehr erschöpft. Doch dann, zu 17, der den Kampf beobachtet hat, greift ein und findet die perfekte Gelegenheit, Jiren anzugreifen. Also Leute, wir machen es ja immer so, dass ich alle Spoiler vorlese und dann darauf eingehe. Heute machen wir es so, dass ich erstmal die einzelnen Folgen bespreche, weil ich finde das ein bisschen interessanter. Und zwar, in den letzten Wochen, oder eher gesagt in den letzten Tagen, Wochen ist so ein bisschen das falsche Wort, haben wir die Spoiler zu Folge 128 und Folge 129 ein bisschen mehr besprochen als die Spoiler zu Folge 127, weil die Folge jetzt nicht so krass schien vom Final Battle Gefühl mäßig. Aber ja, Folge 127 wird dann die letzte Folge sein von C17 und 17 hat sich sehr lange im Turnier der Kraft gehalten. Also ich glaube, wir reden schon seit 10 Folgen davon, dass er rausfliegt, aber er steht immer noch hier unter den Top 5 Personen. Ja, Freezer ist auch noch im Ring, aber dazu kommen wir auch nochmal gleich. Nichtsdestotrotz ist er noch drin und wird hier viele Barrieren machen. Wir sehen ja auch schon in der Preview, dass er mehrere Barrieren auf einmal erschafft, um Jidens überwältigende Kraft irgendwie aufzuhalten. Und wir sehen ebenfalls, dass Jidens Fetzen, also dass ein Fetzen von seiner Kleidung abgefallen ist. Deswegen könnte 17 auf jeden Fall sehr stark performen in der Folge 127. Aber das könnte auch von Goku und Vegeta kommen. Denn wie das Ganze hier aussieht, ist es so, dass Goku und Vegeta erstmal in dieser Folge nochmal gegen Jiren rangehen werden. Vielleicht erfahren wir auch noch mehr zu Vegetas Form, wird man dann sehen. Auf jeden Fall haben wir es so, dass die beiden dann von Jirens Kraft konfrontiert werden, weil wir sehen ja, dass am Ende der Folge 126 Jiren ernst macht und dann sehen wir ja in der Preview, dass er sehr viel Aura hat. Also wir sehen auch, dass er irgendwie Aura um seine Aura hat und diese Kraft, die geht dann auf Goku und Vegeta. Deswegen werden die beiden echt ziemlich krass K.O. sein und das vor dem richtigen Final Battle. Aber 17 ist quasi hier, um die beiden zu beschützen. Er ist so diese letzte Hoffnung, deswegen auch finale Barriere der Hoffnung, weil er nochmal Jirens Attacke aufhält, die anscheinend wirklich sehr stark sein soll und deswegen fliegt er raus, um die Bühne vorzubereiten für Goku und Vegeta. Deswegen, zu 17 überraschenderweise einer der besten Auftritte überhaupt im Universum 7. Unglaublich überrascht über das Ganze, aber zu dem werden wir auch nochmal in einem Extra-Video kommen, deswegen ganz ruhig, was das angeht. So, Dragon Ball Super, Folge 128, stolz bis zum Ende, Vegeta fällt. Ja, das ist wohl die Folge, die am meisten polarisiert hat die vergangenen Tage oder eher gesagt Stunden. Okay, dank 17s Hilfe und Opfer schaffen es Goku und Vegeta, Jirens Attacke zu entkommen. Jedoch hat dann Goku seine Kraft benutzt und fällt zu Boden. Danach geht Vegeta los, um mit Jiren zu kämpfen. So, dazu haben wir ebenfalls eine Alternativübersetzung, die noch ein bisschen mehr verrät. Und zwar, sein Körper erreicht sein absolutes Limit. Doch Vegeta kämpft immer noch durch seine Willenskraft weiter. Doch dann schießt Jiren seinen Final Blow auf Vegeta. Goku von Universum 7 und Jiren von Universum 11 verbleiben im Ring. Letztendlich macht sich eine Änderung in Gokus Augen bemerkbar. Was das wohl sein könnte, ist wohl das größte Rätsel. Nein, also, Folge 128 ist erstmal vom Storyboard her, oder gesagt nicht vom Storyboard, sondern vom Schreiben her, ist es die Folge von Toshio. Und Toshio ist ja jemand von Toanimation auf Twitter, der schon mal ganz gerne etwas verrät, was in Dragon Ball Super passiert. Und das wird vermutlich die letzte Folge sein von Toshio, die er quasi schreibt in Dragon Ball Super. Deswegen haben wir es hier, dass die sogenannte coole Vegeta-Folge nicht die Folge 122 war und auch nicht die Folge 126 war, sondern diese Folge kommt jetzt, die Folge 128. Wird wahrscheinlich der coole Vegeta sein von Toshio. Und das Interessante ist hier, dass Toshio damals gepostet hat, dass er den End-Arc von Majin Buu nochmal gelesen hat, also den End-Akt, sag ich mal. Ich habe das ja gestern auch schon besprochen. Auf jeden Fall war es ja auch so, dass Goku sich regenerieren sollte und Vegeta so lange den Kampf mit Kid Buu hatte, weil Goku meint, okay, wenn ich Zeit habe, mich zu sammeln, mein Ki zu sammeln, dann kann ich das Ganze schaffen. Und ja, es kommt zu einem gleichen Szenario, und zwar Vegeta ist absolut down. Er ist komplett fertig. Er hat gerade erst seine Attacke überlebt, die er gegen Toppo gemacht hat. Und dann kämpft er nochmal gegen Jiren. Also Vegeta
ist wirklich absolut down. Der Typ ist fertig. Sein Saiyajin-Wille ist das Einzige, was ihn antreibt, ja. Und genau das ist es hier. Goku wird sich dann regenerieren. Mal sehen, wie das Ganze sein wird. In einer Minute ist das Ganze wahrscheinlich ein bisschen schwer, aber ich denke, unser Boy Goku wird das dann schon schaffen, weil der Ultra Instinct scheint auch ein bisschen Lebensenergie einem einzuhauchen. Nichtsdestotrotz, Vegeta gegen Jiren. Ein Matchup, was man sich immer vorgestellt hatte. Wie könnte das funktionieren? Jiren ist ja so der Hauptgegner für Goku und ich muss wirklich sagen, indem man halt Vegeta Topper besiegen lassen hat und jetzt Jiren hier nochmal hatte in mehreren Kämpfen, hat man Vegeta wunderbar in diesen Arc reingepackt. Und ich denke, auch hier könnten wir eventuell eine Dragon Ball Z-Sequenz bekommen, ein Flashback bekommen. Vielleicht kommt es auch dazu, dass wir sowas in einer Art wie Vegetas Erkenntnis 2.0 sehen, obwohl das gar nicht passen würde zum Charakter. Aber eventuell sagt er doch ein bisschen was über Goku, vielleicht auch auf der Tribüne in der Folge 129. Kann man da nie so wirklich wissen, aber ich freue mich unheimlich. Und ich glaube, wie ich auch letztens erwähnt habe, jeder Vegeta-Fan sollte eigentlich zufrieden sein mit dieser Folge. Und klar, Vegeta fällt, also das japanische Wort, das benutzt worden ist, heißt nicht zu 100%, dass er rausfliegt, also es ist kein Ring-Out, aber Leute, wir haben noch ein paar Folgen übrig. Wir sehen hier, dass Goku und Jiren verbleiben im Ring, also ist es hier mehr als klar, dass Vegeta abdanken wird und einen unglaublichen Job für Universum 7 rausgeholt hat, wenn nicht sogar den größten, weil er hat ziemlich viel rausgehauen, er hat ziemlich viel getan und ja, Goku besiegt zwar Jiren, was wohl der größte Job ist, aber Vegeta hat darüber hinaus sehr, sehr viel getan, deswegen haben wir es hier, dass Vegeta, wie gesagt, einen unglaublichen guten Job abgeliefert hat. Und damit kommen wir auch zu Folge 129. Übertreffen Limit Break, den Ultra Instinct meistern. 2 Minuten verbleiben im Turnier der Kraft. Nur noch Goku und Jiren verbleiben im Ring. Goku hat es enorm schwer gegen Jirens überwältigende Kraft. Doch in diesem Moment fangen Gokus Augen an Silber zu scheinen. Ja, der Ultra Instinct, der Migate no Gokui, kehrt zurück. Aber bevor wir kurz auf diesen Final Battle eingehen, nochmal ganz kurz. Und zwar, was zur Hölle ist los mit Freezer? Eine sehr gute Frage, Leute, und zwar, wir haben gesehen, dass Freezer von Toppo absolut fertig gemacht worden ist, dann ist er untergetaucht, dann kam er nochmal wieder, dann hat Toppo nochmal ihm eine Stelle gegeben, dann ist er wieder untergetaucht. Dann, als wir gesehen haben, dass Toppo und Vegeta ausgerastet sind, haben wir gesehen, dass am Ende Jiren nochmal eine Ansage gemacht hat und dort kam ein T17 Goku und Vegeta in Frage. So, Freezer aber nicht. Und Freezer spielt das ganze Turnier schon so. Wir sehen ihn immer wieder und wieder, dass er für sich irgendwo in der Ecke lungert, zuhört, zuschaut oder irgendwie sowas. Typisches Freezer-Verhalten halt. Und jetzt haben wir es so, dass Freezer durch Toppo wahrscheinlich gemerkt hat, okay, ich muss jetzt aufpassen. Ich kann nicht so arrogant sein, wenn ich wirklich gewinnen möchte, wenn ich wirklich das schaffen möchte, dann muss ich intelligent agieren. Das heißt, Freezer wird sich erstmal zurückhalten und ich denke, Freezer wird nochmal im Ring sein. Er könnte, wie gesagt, nochmal vorher rausfliegen, aber ich denke, gerade wenn man kein Wort über ihn verliert, wird man sich ihn aussparen für die Folge 130. Ich denke, Freezer wird dieser Terror sein und die Sache ist halt hier, es gibt die Minimalmöglichkeit, dass Freezer halt am Ende gewinnt, weil Goku und Jiren einfach zu K.O. sind, ja, und dass er einfach wirklich alle austrickst und er dann Dragon Ball Super mit einem Cliffhanger enden lässt und wenn das der Fall ist, jo, also dann geht Dragon Ball in eine sehr, sehr interessante Richtung von der Serie her. Das wird nochmal ganz, ganz viel Diskussionsstoff liefern. Aber, Leute, aber mal gucken. Vielleicht kommt es auch dazu, dass wirklich, das hat mir auch ein Abonnent geschrieben, dass es zu einem ähnlichen Team Gohan-Szenario kommt, dass quasi Son Goku versucht, Jiren zu besiegen mit einem Kamehameha und dann Freezer derjenige ist, der so wie Vegeta damals Energie dazu gibt und sie so dann Jiren besiegen. Vielleicht kommt es dazu, dass Freezer nochmal vorher hilft und vielleicht kommt es auch dazu, dass Freezer von Goku besiegt wird oder irgendwie sowas. Vielleicht kommt es auch zu einem Szenario, das habe ich mir auch schon mal gedacht, dass man halt Freezer rausfällen lässt durch Son Goku, der dann genug von ihm hat am Ende und dann, wenn er dann halt auf der Tribüne ist, möchte er quasi von der Tribüne aus Goku angreifen und ihn töten, doch in diesem Moment läuft seine Zeit ab und er muss zurück in die Hölle, so wie zum Beispiel Frost, der wollte ja auch angreifen, wurde dann von Zeno ausgelöscht, deswegen so ein ähnliches Szenario für Freezer wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ja, lassen wir das mit Freezer erstmal ruhen, weil wir müssen erstmal gucken, wie die nächsten Folgen ablaufen werden, vielleicht wird in Folge 127 sogar was erwähnt, weiß man ja nicht. So, nichtsdestotrotz, Ultra Instinct Goku gegen Jiren, so. Es scheint so, dass Vegetas Opfer für Goku der Auslöser ist für Goku, weil er merkt, okay, ich bin an eine Wand gedrängt, ich muss jetzt kämpfen, es gibt keine andere Möglichkeit. Genauso wie bei Kefla, da war er auch mehr an die Wand gedrückt, dass er quasi keine andere Wahl hatte. Also klar hätte er sich auch anders besiegen können, aber ihr wisst ja, was ich meine vom Prinzip her. Nichtsdestotrotz haben wir es hier, dass Son Goku den Ultra Instinct erwecken wird. Silberaugen, wir hatten das damals auch in den Spoilern 1 zu 1 so gehabt. Ob die Form dazu kommt mit der roten Aura, Kaioken-mäßig, weiß man nicht. Ob dieses Promomaterial stimmen wird, ja oder nein. Darüber hinaus wird er sein Hemd verlieren, ja oder nein, ist auch nochmal so eine Sache, aber ich denke schon. Und wir haben halt den Kampf gegen Jiren und ja, er kann diesen Kampf gewinnen, denn Jiren ist übertrieben stark. Jiren ist unglaublich stark, das stärkste Lebewesen, was wir kennen. Aber
Wir haben schon im ersten Kampf gesehen, Goku ist im Ultra Instinct immer stärker und stärker geworden. Im zweiten Ultra Instinct hat er mehr und mehr gelernt. Und jetzt im dritten Ultra Instinct wird er eventuell was Neues dazu lernen. Denn wir sehen auch hier, ich glaube, das war ein anderen Spoiler, die ich hier nicht mit reingepackt habe. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass Son Goku diesen Kampf beobachtet. Ja, also Son Goku beobachtet diesen Kampf von Vegeta gegen Jiren. Deswegen könnte er so etwas finden, was Vegetas Kampf drin ist, was ihm dazu verhelfen könnte, den Ultra Instinct richtig zu kontrollieren. Deswegen, wir haben es hier, dass Goku wahrscheinlich einen sehr kompletten Ultra Instinct anwenden wird. Wir sehen ja auch im Titel den Ultra Instinct Meister. Deswegen, dieser Ultra Instinct könnte stark genug sein, um Jiren zu besiegen. In 2 Minuten, also 2 Minuten verbleiben. Auf jeden Fall, Natoshi Shida wird wahrscheinlich nochmal zurückkehren von den Animationen her. Und Takahashi. Also ich denke, wir werden nochmal eine Folge von ihm sehen. Deswegen, Folge 130 wird potenziell gesehen einer der besten Dragon Ball Super Episoden überhaupt. Also darauf können wir uns sehr, sehr stark freuen. So, ja, das Ende des Turnier der Kraft ist nun quasi angekommen. Wir werden nun den Endakt hier beobachten. Das Turnier der Kraft ist ein Akt, der seit Folge 96 läuft. Und Leute, es ist auch schade, dass sich das Ganze jetzt zum Ende neigt, aber ich bin super pumped, ich bin super gespannt auf diesen finalen Akt vom Turnier der Kraft von Goku gegen Jiren, die Revanche von Goku quasi. Es wird mega geil, es wird wirklich mega, mega geil. Leute, lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben auf diesem Video hier freuen und Abo auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein!